So. Und du wieder an? Jupp. Die läuft sowieso. Ist das immer eine Quälerei mit dem Anziehen hier? Ja. Aber sein muss man sein, ne? So, 11 Liter auf 175 Kilometer. Man soll die Zündung anmachen. So. Ja, solange man fährt, geht es von den Temperaturen. Aber mehr, man kommt zum Stehen. Ja, Deckel zu. Und ab dafür. Hey, was ist das denn? Zansen, Windrasche. Oh je. Ja, so ein bisschen bedeckt ist es. Zumindest kommen dunkle Wolken von da hinten. Ich will hoffen, dass ich noch trocken und Fußes nach Hause komme. Ja. Also ein Sach. Wie gesagt, ich wäre ja gerne mit den Jungs da nach Rhön gefahren. Aber ich musste Freitag arbeiten, Samstag volles Programm, mit der Familie einkaufen. Und ja, nur für heute da runterballern, das hätte sich nicht gelohnt. Ich hoffe ja, dass wir mal das nächste Treffen etwas näher machen. Ui. Bin schon wieder zu schnell unterwegs. Und ich bin noch nicht locker genug. Scheiße auf der Straße. Mist. Tipp. Ebbinghausen, 50 km/h. Die alten Leute hier nicht so aus dem Bett scheuchen.
Mal gucken. So eine wilde Hatz mal hierher machen. Scheiße, muss er jetzt noch da kommen. Und dann ist eine S-Kurve. Dieses Video kann ich wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Zumindest nicht zum Teil. Schon wieder fliegen. Hoffentlich habe ich keine Fliege auf der Linse. Das ist immer das Risiko. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, jetzt müsste man eigentlich. Oh, ich habe ganz vergessen. Ich habe den Bluetooth an. Ups. Märkischer Kreis. T4. Fahren immer noch rum. Oder mal vorher ist ein Ausflug in der Bäuchen. Lass mal wieder noch ein bisschen schlafen. Wie spät war es denn überhaupt? 10.19 Uhr. Oder mal eben bei Berlage vorbeigucken. Ja, da sind so viele Bullis hier unterwegs. Schon der dritte, der mir entweder begegnet oder vor mir herfährt. Doch noch mal bei. Sah aus wie der Kawasaki C4. So, jetzt geht's wieder zur Gleichmarsch. Tja, wie ihr seht. Einen kleinen Tankrucksack habe ich mir zugelegt. Irgendwo muss ja das Zeug rein. Aber recht günstig.